Wo kommen die ätherischen Öle des Basilikums her? Wie sieht eine Papaya-Pflanze aus? Das Nutzpflanzenpraktikum von Annette Heser, Maren Riemann, Sascha Wetters und Beatrix Zabern führt bei Erstsemestern zu vielen Aha-Momenten. Meistens ist der erste Kontakt mit dem Thema Botanik. Im Praktikum können die Studierenden in Teams die Baupläne der Natur selbstständig entdecken. Sie lernen nicht nur, wie man pflanzliches Gewebe und Organe erkennt und zuordnet, sondern auch, wie man sie in Zeichnungen protokolliert. Nicht selten werden die eigenen Entdeckungen unter dem Mikroskop von den Studierenden fotografiert und stolz über Social Media geteilt. Für diesen ausgezeichneten Einstieg in die Lehre der Botanik verleiht die KIT-Fakultät für Chemie und Biowissenschaften Annette Heser, Maren Riemann, Sascha Wetters und Beatrix Zabern den Fakultätslehrpreis.